Hallo und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ich habe jetzt die Musik ein Ticken leiser gestellt. Soundeffekte nicht, aber wenigstens die Musik. Und, bisschen besser zu verstehen bin. Ich kann das immer noch nicht so mit diesem Controller. Okay, also. Immer so ein bisschen. Und schon kommt man zum Ziel. Das ist total einfach. Ich weiß nicht, warum ich da Angst vorhatte, dass ich das nicht kann. Wahrscheinlich, weil ich ein Let's Play gesehen habe und da war das nicht so einfach. Ja, jedenfalls. Oh Gott, Warp heißt das nicht mehr. X. Nein, das war X. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Also für mich wäre in Australien leben der totale Horror. Also es würde für mich nichts, wirklich gar nichts Schlimmeres leben. Hatte ich diesen Raum nicht schon mal gemacht? Weil in Australien kann man in die Sonne schauen. Und ich war in deren Winter da, das ist relativ angenehm. Da hat man dann so seine 20 Grad vielleicht. Und die Sonne ist nicht ganz so schlimm, aber in deren Sommer, also in unserem Winter, würde ich da nicht hingehen. Nicht in einer Million Jahre. Ich würde einfach verbrennen. Ich krieg ja unseren Sommer schon kaum hin. Also da brauche ich auch noch irgendwie so einen Unsinn. So, hier rauf. Kreis, ne? Ja. Gut. Gut. So, die Frage ist jetzt nur, wo ich jetzt hin muss. Nee, verschaffe ich heute diese. Wahrscheinlich wirklich hier rüber. So. Wie halte ich an? Vielleicht. Ups, ah! Zurück, 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 nein, Ding, so. Vielleicht. Hüpfen und dann da irgendwie durch? Ja, ich glaube, so war es richtig. Hoffe ich zumindest. So, Kamera drehen. Ja, ich stelle mich noch ein bisschen blöd an manchmal, aber man möge es mir verzeihen. Ich bin eigentlich kein Controller-Kind. Nicht jetzt. Jetzt spiele ich. Nee, das war nicht mein Start. Also einerseits finde ich Controller schon einfacher, weil man halt... Nee, warte mal. Also erstmal gehen wir hier in diesen Raum da. Also ich finde Controller schon irgendwie einfacher, weil die Tasten einfach... Ah, wo kommst du denn her, du Mistvieh? Ja, weil die Tasten näher beieinander sind und dementsprechend... Aha. Na gut, dann rennen wir mal los. Oh Gott, oh Gott. Ah. Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Ja! Ich weiß, ich freue mich, wenn ich sowas auf Adi schaffe. Weil ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich so gut mit dem Spiel klarkomme. Also für meine Verhältnisse komme ich hier super klar. Ganz anders als bei Rayman.
kann ich nicht. Ach nee, hier muss ich schrumpfen, ne? So ist gut. So war richtig. Und dann erstmal hier oben hin, gucken, was hier ist. Ah, okay. Ich muss hier wahrscheinlich wieder irgendwas mit einer Uhrwerkbombe aktivieren. Nee, aber ich bin wirklich positiv überrascht von mir selbst. Also Uhrwerkbombe und dann aber flott. So, ich schaffe es. Kein billiger Spruch. Wir machen. Geschafft! Meinen ist er. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeit! Bis zum Punkt. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Lass uns kurz überlegen. Nein. Ein Paradies für Arbeiter. Was? Ist abgeschafft. Oh, ich werde damit überhaupt nicht klarkommen. Wir meinen es ernst. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeiten bis zum Umkehren. Im Himmel war es nicht rein. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt. Worte zu denen man lebt. Ein Paradies. Geh weg! Geh! Kaputt! Ja! Kaputt! Im Himmel war es. So. Nein! Nochmal. Scheiße! Mist! Normal! Oh Gott! Lauf! Bin ich da? Bin ich da? Ich bin da. Gott sei Dank. So. Ich kann ja mal wieder Schrumpfsinn aktivieren. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Da lauert der Tod in Form von den... wie heißen die... Na, die Verfalldinger. So. Oh, da geht's noch hoch. Ah! Du gehst weg. Okay. Wobei ich auch noch mal gucken wollte, ob ich meine Waffen erweitern kann. Ach so, der hatte nicht gespeichert, dass ich die Pfeffermühle erweitert habe. Warte ich jetzt noch ein bisschen auf die Warpal-Klinge? Nee, jetzt kommen viele von diesen Teekannen bestimmt. Und dann, ich hasse es. Ich mag die Pfeffermühle nicht. Es tut mir erschrecklich leid, aber ich mag sie nicht. Pfeffermühle ist für mich so anstrengend. Ich gehe davon aus, dass... Okay, das Vieh bleibt da. Ich mache erstmal das Viech kaputt. Und dann... Und dann gehe ich da durch, weil sonst bringt das ja alles nichts. Ja, ach, wie geil. Das Vieh ist einfach da reingelaufen, kaputt gegangen. Wie geil. Wie cool. Was hat man jetzt davon, wenn man mich angreifen will?
probiere dann mal was aus, was vielleicht blöd ist, aber ich dachte mir, mehr als schief gehen können kann es nicht. Und zwar werde ich jetzt hier drauf gehen, meine Ruhrbergbombe hinwerfen. Einfach darüber fliegen und hingehen. Und bin durch. Tada! Da lang ist eine Blume. Da vorne ist Gefahr. Okay. Dann. Den habe ich alle? Ja. Aber wo ist hier eine Blume? Ich sehe hier keine Blume. Steht doch eindeutig Blume. Vielleicht steht das für die Rosen, die mein Leben aufgefüllt haben, die in den Kisten waren. Keine Ahnung, aber das hier wird eklig. Also ich werde jetzt erstmal. Ah, scheiße. Ich muss wirklich aufhalten. Oh nein. Und zielen nicht vergessen. Denn hin? Oh Gott, ich komm damit so gar nicht klar. Die Schrapnelle.